Hallo, wir sind Destination Anywhere. Wir sind heute bei Yagaloo TV und wir machen heute A bis Z. Und André, fängst du an mit A? Ich fange an mit A. A wie Aschaffenburg. In Aschaffenburg hatten wir unseren schlechtesten Auftritt. Da waren zwei Leute. Die zwei Leute waren unser Merger und unser anderer Merger. True story. B wie Bayern München, die heute Abend im DFB-Pokal 5:0 gegen Borussia Dortmund verlieren werden. Borussia Dortmund natürlich der beste Verein der Welt. C wie christliche Rockmusik. Wir spielen gerne auf christlichen Rockfestivals, obwohl wir eigentlich keine christliche Botschaft vermitteln. D wie Dortmund, weil ich großer BVB-Fan bin. E wie elektronische Musik, die wir nicht machen, aber die ich auch echt zwischendurch mal echt gut finde. Also muss man auch mal hier pro elektronische Musik. F wie verdammt gut, und das ist unser neues Album. G wie ja, das ist eine gute Frage. G wie komm geh nach Haus. Das war schlecht. A, B, C, D, E, F, G, H. H wie Hose runter. Hose runter, ab jetzt das Motto bei all unseren Auftritten, deswegen gerne mal vorbeikommen. I wie Inselbegabung, die ich leider in dieser Art und Weise nicht besitze. Und ich glaube, wir andere, oder ihr, seid auch in Wortspielen ungefähr so begabt wie ich. J wie Dschungelbuch, mein Lieblings-Disney-Film. K wie Karate, ja, lernen wir bestimmt demnächst, weil Karate kann einem viel helfen, wenn man überfallen wird. L wie Lego mio contraquasta, ein berühmtes Zitat von Stromberg, den wir mit seinem ironischen, sarkastischen, peinlichen Humor auch doch alle sehr gerne mögen. M wie Mamma Mia, mein Lieblingsmusical. Das ist ein Witz. N wie Nordenham. Da haben wir schon öfters auf dem Fonstock-Festival gespielt. Das ist direkt am Strand. Das ist richtig gut. Also einfach mal zum Nordenham-Festival. Super Lineups und direkt am Strand. Also hat man auch nicht alle Tage. O wie Orchester, was wir jedes Mal mitbringen, wenn wir live spielen. Wir haben ein eigenes Blasorchester dabei, Trompete, Posaune und Saxophon, wobei die Trompete leider ein bisschen ausgefallen ist. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. P wie Peter, so heißt unser Drummer. Schönen Gruß. Ein dreifaches Peter, 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 Peter. Kuh. Wie die Kuh, die auf der Wiese steht und uns Milch gibt, die uns die müde Männer munter macht. R wie Reggae, ab und an mal ein Einfluss in unserer Musik, wenn es zu den ruhigeren, gechillteren Liedern kommt. Und da sind doch alle eingeladen, mal herzlich mitzurauchen. S wie Sex, Drugs und Rock'n'Roll, alles, was es bei uns nicht gibt. T wie Tim zu meiner Rechten und auch generell der Mann, wenn es ums Eingemachte geht, zum Beispiel um den Buchstaben U, wie Uschi, ist David's Mama, die ist sehr lieb. V wie Vögelsen, da haben wir unsere Album aufgenommen. W wie Wolfsburger Wölfe, gut Kick. X wie Xylophon, wollte ich als Kind immer mal lernen, habe ich aufgrund musikalischer Minderbegabung allerdings nie geschafft. Y wie Yagaloo TV, ne? Sagt wahrscheinlich jeder bei Y. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Z wie Zebrahead, mit denen wir schon mal zusammengespielt haben, und dann haben wir denen eine Cappy von uns, dem Sänger, geschenkt, und er hat gesagt, oh well, thank you guys, I will wear it on every show of our tour, thank you so much. Und wir so, ja, allen erstmal erzählt, wir sind jetzt voll die Homies von Zebrahead, und dann haben wir Fotos gesehen von der Show am nächsten Tag, und dann hatte er unsere Kappe auf, aber hat unser Logo abgeklebt mit Duct Tape. Das heißt, er hatte einfach unsere Kappe, aber vorne einfach Duct Tape vorne drauf. Prost!